Slayer. Herzlich willkommen, Freunde der gepflegten Unterhaltung, heute zu einem neuen Gameplay-Commentary und im Hintergrund seht ihr ein kleines Halo CE-Gameplay, also aus der Custom Edition vom PC. Und wir reden heute auch ein bisschen über diese Custom Edition und gucken uns das mal ein bisschen an. Ich erzähle so meine Eindrücke, ich habe das jetzt schon eine ganze Weile und ja, ich wünsche euch viel Spaß dabei. Damit willkommen zurück zu diesem Gameplay-Commentary. Ja, im Hintergrund seht ihr ein Gameplay von mir selbst erspielt auf, ach Gott, Hang'em High. Genau, das war die Map. Die mochte ich in Reach eigentlich nie so gerne, aber irgendwie in LCE hat mir die ganz gut gefallen. Also in Reach wurde sie ja geremaked mit dem Anniversary Map Pack und ja, aber hier hab ich doch schon Spaß, ne? Ja. Aber zu Beginn wollte ich noch kurz was sagen, bevor es dann gleich ein bisschen, ne, bevor ich dann gleich nochmal ein bisschen was zu CE selbst sage. Ich wollte eigentlich ein Gameplay benutzen, was nicht von mir ist, nämlich von Fishface98, wie auf YouTube heißt. Der hatte mir ein Gameplay geschickt und als ich mir das dann aber runtergeladen habe und alles, ja, also die Quali ist halt doch irgendwie nicht ganz so optimal und auch irgendwie hattest du dein Mikrofon währenddessen an und dann hat man die ganze Zeit gehört, wie du mit der Maus rumklickst und so, das war dann ein bisschen blöd. Also ich würde gerne, super gerne noch ein Gameplay irgendwie nehmen von CE, aber halt irgendwie, das war ein bisschen nicht ganz so optimal. Aber es tut mir echt leid. Es ist jetzt echt scheiße jetzt hier gerade. Hallo? Mann. Ja, also wenn du noch irgendwie so ein bessere Quali hast, wo das vielleicht nicht mit dem Mikro so ist und vielleicht auch in HD, wäre das sehr optimal. Dann würde ich das, würde ich nichts lieber tun, als das zu verwenden. Demnächst nochmal, weil ich denke, das wird nicht das letzte CE-Gameplay sein, was ich zeigen werde. Und, ja. So, aber kommen wir mal zu CE selbst, ja, ne, Leute. Es ist ziemlich geil. Also, ich habe mir Halo Combat Evolved für PC einfach nochmal gekauft und dann mir die Custom Edition runtergeladen. Soweit ich weiß, kann man sich die Custom Edition auch so runterladen. Ich gucke mal, ob ich, wenn ich einen Download-Link oder sowas finde, dann packe ich den mal in die Beschreibung und dann könnt ihr mal gucken. Wenn nicht, dann habt ihr halt Pech gehabt. Und ja, mal schauen. So, aber ja, alles im einen gefällt es mir auf jeden Fall ziemlich gut. Wird auch noch gespielt. Allerdings muss man halt schauen, dass man als Deutscher abends, weil die Amis sind halt, ne, wegen der Zeitverschiebung, wenn es hier so Nachmittag ist, dann ist eigentlich so gut wie keiner online, weil, ne, die pennen dann oder sind arbeiten oder in der Schule oder, ne, wenn ihr dann gerade nach Hause kommt vielleicht aus der Schule, dann ist keiner da oder kaum welche, weil, ne, halt ein paar Europäer irgendwie, auch viele Spanier wieder, auch überhaupt bei Halo, ne, müsste man auch auf YouTube gucken, Spanien, das ist ganz seltsam, aber gut, nicht schlecht, sondern nur seltsam, okay? Genau, und ja, ihr seht mich hier die ganze Zeit mit diesem Pseudo-Flaggeschütz rumlaufen. Das nennt sich, glaube ich, aber zu Deutsch Flammenspeier in Halo CE. Und es ist irgendwie Waffen, die gab es nur da. Und dann gibt es noch, was weiß ich, einen Flammenwerfer und ganz viel komisches Zeug. Auf jeden Fall irgendwie ziemlich krass. Und ich spam damit ein bisschen rum. Und das ist auch nicht das aller Pro-Proigste. Ich habe jetzt Pro gesteigert. Ja, schon geil. Proigste Gameplay. Aber es finde ich ganz, ganz ansehnlich, ne? Ja. Genau. Oh, jetzt habe ich hier Running Riot, ne? Ja, also, aber das ist Amok. Also, früher war das ja auch mit den Medaillen alles ein bisschen anders. Das Running Riot Amok. Und Killtacular war da Overkill, soweit ich weiß. Also bei den Multikills. Und Killing Frenzy ist da, glaube ich, Killtack. Aber in Halo CE, also Halo 1, gab es noch nicht mehr als Killtacular. Deswegen, ja. Oh, jetzt hier einen schönen Triple Kill. Bam. Ja, war echt ganz nice eigentlich. Aber da gab es auf jeden Fall, glaube ich, noch nicht mehr als Killtacular und so. Deswegen, ja. Haben sie dann erst in Halo 2, glaube ich, auf Kilimanjaro gesteigert und dann in Halo 3 halt auf Killionaire. Und seitdem ist da auch geblieben, weil mehr ist eigentlich auch ehrlich nicht nötig, obwohl es bestimmt Leute gibt, die mehr schaffen würden, aber ich schaffe ja nicht mal ein Killionaire. Deswegen kann ruhig erstmal bleiben, also ich muss jetzt nicht noch mehr da
Genau, und jetzt habt ihr gesehen, ich habe nochmal Running Riot bekommen, weil ich jetzt das Running Riot hätte, was man jetzt in den modernen Halos so. Also 15 Kills, ohne zu sterben. Wow, voll verwirrend und komplex und krass. Genau. Ist übrigens Free for All, falls ich es noch nicht gemerkt habe, so. Ja, wollte ich mal so erwähnen. Naja, Leute, ganz davon abgesehen, Halo CE ist geil, spielt es, wenn ihr könnt. Ich glaube, man braucht auch nicht so den super High-Class-PC und deswegen, den ich ja auch nicht habe, ich habe so einen mittelmäßigen, deswegen geht das eigentlich voll klar. Und kann man da eigentlich locker spielen, hat nicht so hohe Anforderungen, ist halt auch schon ziemlich alt. Spielt es, ist es geil, macht Spaß, ist ganz schön, ganz, ganz toll und ganz klassisch. Es gibt viele coole Server, oder was heißt, es gibt viele Server, wo ihr einfach auf großen Karten spielt und dann, genau, es gibt ja in Halo CE, gibt es dann die ganzen Base-Spawns, ja, also, ihr spawnt wirklich in der Base und die Gegner auch. Und dann könnt ihr halt, wenn ihr Glück habt, seid ihr die, die Base rapen, nenne ich es jetzt mal. Ja, die Leute da im Spawn direkt aus der Base wieder abfangen und töten. Und bam, die ganze Zeit einfach da rumstehen. Wenn ihr Pech habt, seid ihr die, die in der Falle sitzen. Aber gut. Ja. Also, wie gesagt, lohnt sich auf jeden Fall, Halo CE. Und spielen auch noch einige. Es gibt auch, wie gesagt, was ich vorhin sagen wollte, einige Server, wo auch kleinere Maps gespielt werden, wie Warlock oder Maps, die halt einfach von Usern erstellt wurden, was auch ziemlich cool ist. Es gibt hier auch echt einige. Also, ja, schon ziemlich schön. Sollte man mal reinschauen. Hier mit dem Nahkampf in Halo 1, das ist echt nicht so einfach wie in den neueren Halos, weil da, ne, am PC sowieso kein Auto-Aim und so. Und dann ist das echt nicht ganz so leicht. Genau, und wie ihr seht, ich habe das Field of View hier relativ hochgestellt, weil ich finde einfach, dass das ziemlich cool aussieht. Vor allem, jetzt sieht man die Eier. Guck mal, wie cool das aussieht. Wow! Und mich tot. Egal, sieht trotzdem ziemlich nice aus. Jetzt brauche ich noch einen Kill und dann ist die Sache auch gegessen. Ja, auf jeden Fall CE. Wenn ihr einen Download-Link in der Beschreibung findet zur Custom Edition, dann, ja, und selbst wenn nicht, dann kauft euch Halo CE und ladet euch dann die Custom Edition runter. Und ja. Das lohnt sich auf jeden Fall. Gut, sonst fällt mir jetzt nichts mehr ein. Das Gamble war ganz nett. Und ja, wie gesagt, wenn ich Gambles in besserer Quali bekomme, nehme ich die sehr gern. Okay, so viel dazu. Das soll es für dieses Commentary gewesen sein, denn mir fällt jetzt auch nicht mehr wirklich was ein. Ich werde versuchen, halt, wie gesagt, wieder mehr Videos zu machen, aber ich werde auch vielleicht mal ein paar andere Sachen machen, weil ich jetzt einfach denke, hey, du kannst das eigentlich alles auf Psycho 1.8 machen und. Wenn du das mit der Zeit so öfters machst, dann kommen auch Leute, die das interessiert. Und da ist, denke ich mal, alles ganz okay. Okay, so viel dazu. Das soll es gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt doch einen Comment oder gebt eine Bewertung ab. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschaußen.